Ja, hallo. Ich begrüße euch erstmal ganz herzlich. Schön, dass so viele Leute da sind zur Demo. Diese Regierung macht uns arm. Gegen hohe Mieten, gegen niedrige Löhne und gegen Jobcenter-Stress. Ich erzähle jetzt ganz kurz mal, was wir uns für heute vorgenommen haben. Und als erstes fangen wir an mit ein paar Interviews von Leuten, die aus Initiativen kommen, die sich gegen die hohen Mieten wehren, die was gegen das Jobcenter machen. Und die erzählen ein bisschen was, warum sie da sind, wie die Lage ist und was die Ziele so sind. Danach sage ich mal ganz kurz jetzt unsere Route. Da geht es sozusagen los. Wir gehen hier zum Kotti und dann in die Adalbertstraße rein, gehen dann auf die Oranienstraße und die ziehen wir da lang bis zum Senat für Soziales und zum Senat für Arbeit. Da machen wir eine Abschlusskundgebung. Da haben wir alle Parolen und Forderungen nochmal mitgebracht. Die könnt ihr da hinten am Getsche Kondo sehen. Da sind große Schilder, die könnt ihr gerne mitnehmen, dass die Leute sehen, warum gehen wir da hin überhaupt. Dass es sozusagen da auch ein deutliches Zeichen ist, warum wir überhaupt da sind. Die werden wir dann da auf jeden Fall ganz öffentlichkeitswirksam aufstellen. Dann habe ich noch eine ganz kurze Ansage, nämlich: Wir gehen dann nicht als Demo zurück, sondern dort ist der Abschluss der Demo vom Senat. Das Programm geht heute aber noch weiter. Wir haben dann hier ein Konzert noch am Kotjun, am Getsche Kondo mit Rob Dynamic. Der hat ja einen Song auch gegen die steigenden Mieten hier gemacht, der tritt hier auf. Und dann können wir noch ein bisschen feiern, die Demo feiern, uns feiern, dass wir heute so viele waren. Und da seid ihr herzlich zu eingeladen. Wir machen dann einen gemeinsamen Spaziergang zurück. Aber es gibt dann sozusagen keine Demo mehr, ja? Ein kleiner Hinweis noch, vielleicht bevor es losgeht. Wer es mitbekommen hat, in Spanien ist die Lage ja noch durchaus ein bisschen dramatischer. Da gibt es sehr viel mehr Zwangsräumungen. Auch in Berlin gibt es Zwangsräumungen. Und am 18. März, also am Montag, gibt es einen internationalen Aktionstag vor der spanischen Botschaft, eben gegen Zwangsräumungen. Der aktuelle Stand ist, dass wohl der Europäische Gerichtshof ein Urteil gegen die Zwangsräumungspraxis in Spanien gefällt hat und auch die Bewegung gegen Zwangsräumung in Spanien sehr stark ist und schon viele Erfolge erkämpft hat. Und mit denen wollen wir uns solidarisch zeigen und da gemeinsam vor der spanischen Botschaft demonstrieren. Also am Montag um 16 Uhr vor der spanischen Botschaft in der Liechtensteinallee 1. Aber es gibt auch noch Flyer hier.